Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valorant. Wir im What? Survival-Modus? Gott, ist der dämlich. Du bist da jetzt nicht ernsthaft hingerannt, um zu sterben, oder? Wie soll ich denn dich da jetzt wiederbeleben? Guckt ihn euch an, den Deppen! Wir knacken die Tür. heute werden wir erforschen, was es hier unten alles sonst noch so gibt. Wäre ich tatsächlich nicht auf der Suche gewesen nach diesem einen Gegner, hätten wir diesen Weg Schränk nie ausgepackt. gefunden. Schauen wir mal, was drin ist. Wiederhole, ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Ich kann dir sagen, was hinter diesem Geschenk war. Ein Idiot, der ein Stimpak braucht. Brauchst du was? Ich hab's in die Luft gestochen. Nein! Nein! Nein, das tust du nicht. Geh nicht nochmal sterben, Alter. Oh Gott. Ah. Okay, ich wollte den Typen doch nur looten. Ich wollte ihn nur looten. Zwei Idioten. Wir sind jetzt zwei Idioten, Greedy. Wir sind jetzt zwei Idioten. Kommst du? Das war ja klar. Das war ja klar. Wieso kannst du da überhaupt sterben? Na, Greedy! Warum tust du mir das an? Ich kann dich da doch nicht liegen lassen. Okay, wir müssen versuchen, ihn da rauszuholen. Greedy, komm! Schnell, irgendwo hin! Greedy? Greedy? Ja, komm! Okay. Wir haben ein Problem. Ich zieh mir ein paar Stimpaks rein. Okay, Stimpaks dehydrieren mich. Danke, Greedy. Es bringt nicht das mehr hab ich was. gebraucht. Danke. Ich bin viel zu lange da drin. Okay. Wir müssen ihn irgendwie anders wiederbeleben. Stimpaks dehydrieren mich. Greedy, bleib da! Nein, bleib da! Ich glaube, das könnte was werden. Ich glaube, diesmal haben wir Glück. Spruch's aus. Ja, komm. Komm, boot, boot, boot. Nein, bitte nicht! Greedy! Das ist nun jetzt nicht dein Ernst, oder? Greedy! Komm her! Hey, Bei und hier Fuß! drüben. Ja, alles klar. Warum? Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Komm, du schaffst das. Leck mich! Ganz ehrlich. Nein. Oh. Es ist. Ach Mann. Ich will weiter. Greedy. Komm her. Bei Fuß. Was denn? Hey, was gibt's? Dahin, hier schnell. drüben. Klar, kein Thema. Jetzt ja, chill noch. Komm her. Jo, alles klar. Vollidiot, da. Vergiss es, da kommt man nicht hin. Da ist eine verdammte Tür. Nicht, das ist nicht mal die Tür. Nein, wo willst du hin? Klasse. Bin hier Geh im dort hin. Sterben. Ich kümmere mich darum. Ja, meine Im Fresse. nördlichen Gebäude Ich bin kein evakuieren. Zauberer. Okay, er schafft es nicht, durch die Lücke zu gehen. Und ich mit meiner Powerrüstung komme locker durch. Okay. Wir müssen das Zeug stoppen. Sonst krepiert er mir da drinne und wir kommen nicht weiter. Was ist das denn bitte sehr für eine Scheiße? Mann! Ich will doch hier nur durch die Tür. Und knacken ist einfacher, als hier den ganzen Scheiß hier durchzugehen. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Wieso arbeite ich mit Vollidioten zusammen? Ich weiß es nicht.
Warum tue ich das überhaupt? Ich hätte irgendjemand anderes mitnehmen sollen, der irgendwie nicht Luft atmet. Wie zum Beispiel Cotsworth. Bin durch. Wiederhole. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. So, Mr. Vollidiot, komm. Davy, was machst du hier? Hatten die was Brauchbares dabei? Krank. So. Insofern wir hier gleich kein Bett finden, müssen wir uns ein paar Stimpacks reinziehen. Ups. Hallo, mein Freund. Ich spüre, dass uns jemand beobachtet. Ich schieße denjenigen gerade ab. Wo ist er hin? Oh, er hat sich unsichtbar gemacht. Das ist fies. Okay, ich habe circa noch ein Leben. Nein! Okay. Okay, ich habe verstanden. Wir werden da dem Typen gleich mal übelst, oder der Tussi, übelst den Kopf wegsprengen. Wie alles heller wird. Okay, crazy. Wieso nicht gleich so? Das war der kritische, ne? Das war die Schrot. Diesen ganzen Wissenschaftskram. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Musst du das sagen, währenddessen ich hier lesen will? So, willkommen bei Hast du nicht gesehen. Ein chemisches Leck wurde festgestellt, das kennen wir schon. 25.10. Testergebnis Invisi-Wave. Produkt Invisi-Wave. Dritter Test war ein voller Erfolg. Der Admiral war beeindruckt und hat sich über Möglichkeiten der Bordinstallation erkundigt. DM, was auch immer das heißt. Dein Invisi-Wave besteht aus 5 Spiegeln, 2 gehackten Stealth-Boys und einer Falltür. Das ergibt eine sensationelle Vorstellung, aber diesmal hast du die Grenze wirklich überschritten. Die Verkaufsabteilung will 200 Einheiten bis Dezember. Viel Glück damit. Wiederhole. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Muss mal kurz einen Schluck trinken, kleinen Moment. Okay. Invisi-Wave, Spiegel. Irgendwas wollen sie verdecken. Testergebnis, Auslöscher. Alle biologischen und chemischen Verunreinigungen zerstört. Testperson und Kammer wurden mit 5100 Red bestrahlt. Beobachter haben den Raum verlassen, bevor sich die Haut der Testperson aufgelöst hat. Testkammer wurde ausgeräumt und neu konstruiert. DM, du hast also eine 2 Tonnen schwere Maschine gebaut, die Leute bestrahlt. Was war denn an tragbares Gerät für die Dekontaminierung im Einsatz? So schwer zu verstehen, aber gut, dass du wenigstens die VIPs rausgeschickt hast, bevor es unschön wurde. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Er sollte ein Gerät herstellen, das erstens tragbar war und dekontaminiert. Das heißt quasi, ja, die Strahlung quasi entfernt und alles Mögliche. Und er baut ein Gerät, das tonnenschwer ist und Leute verstrahlt. Finde ich schön. Gut gemacht. Zerstreuer. Die Person hat den Test überlebt, konnte sich aber von der Behandlung nicht erholen, ist schreiend beim Anblick des eigenen Kindes im Wartezimmer weggelaufen. Die Polizei ist noch auf der Suche. Aktualisierung 20.10. Festgenommen. Einweisung der Testperson. DM. Der Zerstreuer soll Krawalle auslösen, nicht auslösen. Moment. Ja, da habe ich falsch gelesen. Der Zerstreuer soll Krawalle auflösen, nicht. Wiederhole. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das ja. Gebäude umgehend evakuieren. So, jetzt aber nochmal. Der Zerstreuer soll Krawalle Zero, nein, nicht auslösen. Ich weiß, du bist ein böser Mensch, aber das heißt noch lange nicht, dass du böse lesen musst. Der Zerstreuer soll Krawalle auflösen, nicht auslösen. Die gesamte Forschung ist ein Witz. Ich übertrage das Projekt an Karen,
Schick ihr unsere Dateien und vernichte deine Proben. Danach räumst du deinen Schreibtisch. So. Wir haben es hier mit einem Mitarbeiter zu tun, der genau das Gegenteil auslöst. Testergebnis: Halluzinogengas. Ah. Oh, touché, Bifester. Halluzinogen. Ich verstehe. Knickknack. Trotz neuer Formel führt das Gas weiterhin zu... Bitte das Gebäude evakuieren. Du mich auch. Trotz neuer Formel führt das Gas weiterhin zu Riesen... zu Rissen der Nebennieren und Raserei bei 4 von 5 Testpersonen. Eine Person überlebte den Kontakt und begann, sich daran zu gewöhnen, bevor sie sich von den anderen Testpersonen zu Tode geprügelt wurde. Ja. Schön. DM, Dosis anpassen, neue Tests durchführen, wenigstens hier machen wir Fortschritte. Wenn die Marketingabteilung das als Chemiewaffe fürs Militär platzieren würde, wären wir jetzt schon fertig. Würde sich gut als Hand- oder Artilleriegranate machen. Für die anderen doch auch. Der Unterdrücker. Testperson erfolgreich außer Gefecht gesetzt. Lähmung scheint dauerhaft zu bestehen. Belegung ins Medford Memorial zu weiteren Beobachtungen. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. DM, du warst der leitende Ingenieur bei dem verdammten Messmotron und kriegst noch nicht mal die Ruhigstellung von Menschenmengen hin? Mit einem deiner eigenen Prototypen für die Rekonstruktion? Haben die das Ding vielleicht bei dir angewendet? Du bist hier der am besten bezahlte Forscher. Ich hätte mehr erwartet. Oh, also. Krieg ich einfach nicht in meinen Kopf? Tja, wir haben es entweder mit einem Verrückten oder einem Genie zu tun, oder einem verrückten Genie. Wer weiß. Ist das hier drin? Apropos. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Ich bin geheilt. Okay, diverses Schrott. Ich glaube nicht, dass es hier drin ist, ne? Nee. Na gut. Dann wird es wohl bei Diverses gelandet sein. Wir können es da nicht benutzen. Halluzinogen-Schlüssel. Gunner-Notiz. Missionsanweisung Halluzinogen. Okay, cool. Nehme ich erstmal das alles mit. Da war der Stealth-Boy aber am Start. Okay, wir beginnen mit Gunner-Notiz. So, wo ist das denn da? Gunner-Notiz. Heilige Scheiße, es ist zu spät, um das zu lesen. Es ist so klein. Muss mich konzentrieren. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Ja, gut. Ich habe es verstanden. Muss mich konzentrieren. Schreiben hilft vielleicht. Irgendein Gas im Labor. Als wir reingingen, strömte es aus. Kam in die Belüftung überall hin. Alle drehten durch. Loke und Harald richteten die Waffen auf mich. Hab sie erschossen, glaube ich. Ein schlimmer Gedanke. Hab die Tür wieder verriegelt. Es darf nichts mehr nach draußen gelangen. Wenn ich warte, kann ich mich vielleicht anpassen. Ich muss das durchstehen. Ich muss. Es tut so weh. Ich kann sie hören. Stimmen. Sie kommen. Sie kommen. Ist gut, Kollege. Aufhören. Okay. Ich höre schon auf. Missionsanweisung. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Kunde geheim. Ziel Halogen. Mission Bergung von Tech. Ziele. Erkundungsteam kontaktieren. Frontangriff. Gegenwehr oder automatische Verteidigung ausschalten. Stellung befestigen. Militärische Vorkriegstech sichern. Kunde ist besonders an den Waffen Invisi-Wave und Löscher interessiert. Einzelheiten lückenhaft. Zugriff auf Zentralrechner. Baupläne herunterladen. Gelegenheitsziele einschätzen. Schneller Rückzug. Oh, kann ich das für ihn beenden? Ja. Oh, der ist geplatzt. Mir egal. Nehme ich mit.
Schauen wir uns hier doch mal ein bisschen korrekt um, ne? Entets, right away. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Damit haben wir schon mal Halluzinogen erhalten, ja? Aber wer möchte das haben? Das ist hier die Frage. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Hier vielleicht? Oh! Boom! Wie? Fusionszellen? Ich dachte, waren beim letzten Mal da nicht Fusionskerne drin? Ich glaube, das haben die gepatcht. Und ich glaube, wir kommen hier eigentlich nicht durch eine Quest hinein. Ich weiß, ich bin schlecht in dem Akzent, aber egal. Ich kann nur den Russischen. Bitte das Gebäude evakuieren. Ich glaube, somit habe ich alle Behälter mitgenommen. Ja, fast. Ha! Habe ich dich. Und auf der anderen Seite? Ob geplatzt oder nicht, ich nehme sie alle mit. Komm. Da haben wir nichts mehr drin. Ja, auch nicht. Perfekt, gehen wir weiter. So, jetzt brauchen wir noch den Löscher, ne? Obwohl hieß das Ende. So viel zum Thema Löscher. Naja. Die Frage ist jetzt nur, wer möchte das Zeug denn haben? Und wo finden wir den Löscher? Ich hab da so eine Vermutung, Freunde. Ich hab da so eine Vermutung. Wir müssen nochmal durch den Haupteingang. Ja, gibt keinen Haupteingang. Da ist er doch. Achso, ja. Hab ich beim letzten Mal schon erschrocken dabei, ne? Wir hatten da doch diese Testkammern. Ist der Löscher vielleicht da immer noch drin? Nein, nein, böse Katze! Verschwinde, verschwinde! Ich frag mich, woher diese Stimmen kommen, ganz ehrlich. Ach so, klar, durch das Halluzinogen. Wahrscheinlich höre ich die Stimmen selber. Anders kann ich mir das nicht erklären. So. Hallucinogens Zerstreuer ist ideal für Zivilisten geweiht. Hallucinogen Gas. Zuverlässige Kontrolle von Menschen. Für Abschaum brauchen Sie keine Waffen mehr. Testen Sie den Unterdrücker von Hallucinogen, um selbst gepanzerte Prototyp nicht Bitte gefunden. Das Gebäude evakuieren. Okay, das ist scheiße. Nicht das, was ich erwartet habe. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich da den Prototypen finde. Ups, das wollte ich gar nicht. Schauen wir uns noch mal ein bisschen genauer um. Ha, immer einen an, Antibiotika. Kann ich gut gebrauchen, falls ich noch mal krank werde. Was ich definitiv in 2 Minuten werde. Ich weiß es, ich werde immer krank. Nach oben will ich aber nicht. Okay, hier ist schon mal nichts drin. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Nee, hier kann ich leider nichts mitnehmen. Schade eigentlich. Ich dachte, so komme ich an den Löscher vielleicht. Aber anscheinend ja nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Oh, das ist eine Kamera. Ist das alte Zeug was wert? Käfer, 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 Käfer! Na gut, komm, Greedy, wir gehen wieder raus. Hier gibt's nichts mehr für uns zu holen. Ich werde nie wieder rausfinden. Verschwinde, verschwinde! Ich werde nie wieder rausfinden. Yeah! War ich nicht eben schon mal hier? Ah, ich bin frei! Es ist unter der Haft!
glaube, der Typ existiert gar nicht. Ich glaube, das ist einfach nur eine Audiodatei. Bitte das Gebäude evakuieren. Weil ich's kann. Was bist du? Kaffeekanne? Okay. Na gut, hauen wir ab. Vielleicht finden wir eines Tages irgendjemanden, der sich dafür interessiert. Und dann holen wir uns das einfach aus unserer Base. Das ist der Plan. Okay, jetzt können wir auch weitergehen. Es sei denn, wir werden gleich angesprochen, dass, hey, guck mal, ich habe irgendwas Zeugs für dich. Nimm es doch. Gib mir 1000 Kronkorken, Typ kommt. Den möchte ich haben. Na gut, wo wollen wir denn als nächstes hin? Moment, das war doch die... Ah. Wir hatten das doch als Markierung. Eine Karte. Haben wir noch mehr Markierungen, die wir noch nicht besucht haben? Vielleicht nehmen wir die zuerst vor. Was mit den Häusern, die hier oben, die wir gesehen haben? Haben wir die endlich mal besucht? Weiß ich gar nicht. Ah, anscheinend schon. Ansonsten haben wir keine blöden Markierungen mehr, ne? Nope. Obwohl... wie sieht das Revier aus? Wir haben hier nämlich ein Revier, das ist so blass. Können wir auch einfach draufdrücken, oder nicht? Du hast diesen Ort noch nicht entdeckt. Okay. Dann will ich dahin. Erstmal zur Stadtbibliothek Boston und von da aus werden wir uns dann weiterarbeiten. Aber wir werden höchstwahrscheinlich gleich erstmal ein paar Leute erschießen müssen. Vielleicht sollten wir echt mal ein bisschen öfter den Watz-Modus machen, wegen kritischen. Schaden. Oh, keine Gegner hier. Bin verblüfft. Höre aber Schüsse. Da in die Richtung möchte ich. Was bist denn du? CarPlay Station? War ich schon mal hier unten? Geräusch? Nein. Das wollte ich nicht. Ja, nice. Kann man machen. Übrigens geht es mir gar nicht so gut. Merke ich gerade so. Jetzt höre ich schon irgendwie Herzklopfen. Als wenn es mir nicht gut gehen würde. Mir geht's immer gut. Bin geizig. Werde ganz sicher nicht. Ganz, ganz sicher nicht. Stimpacks reinziehen. Ich will nämlich einfach was essen. Wie wär's mit hier? Okay, anscheinend heilt es nicht mehr. Warum nicht? Doch, klar. Hier, da. Okay, aber nicht wirklich viel. Wurde ich gerade instant geheilt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das Spiel nicht mehr. Nein! Komm, einfach auf den Kopf. Einfach auf den Kopf. Beobachtet. Oh. 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 Das war close, Alter. Alter. Wie schön, dass ich verfehlt habe. Wir wissen doch, dass ein Kritischer immer trifft, ne? Ich würde gerne gucken, was passiert, wenn ich den hinten mit der Schrot anvisiere. Tatsächlich, der trifft. Gut, war ein bisschen verschwendet, ich geb's zu. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Und das nicht du! Da drüben! Auf sie! Verdammt! Gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Ja. Hinter mir zu stehen und zu schreien. Macht sehr viel Spaß. Okay. Ich habe genauso viel Leben wie, vorhin. Ich brauche Essen. Das heilt überhaupt gar nicht. Warum nicht? Tatsächlich, Essen heilt gar nicht mehr. 000 sehe ich da überall. Bullshit. Okay, Essen heilt nicht mehr. Ich hab's verstanden.
Wir brauchen ein Bett, weil ich geizig bin. In U-Bahn-Schächten sind doch immer Betten. Na, wir gucken uns hier unten erstmal ein bisschen um. Ich habe nicht so das Gefühl, dass ich hier noch nie war. Obwohl, die Skelette kommen mir sehr bekannt vor. Kann natürlich auch sein, dass sie immer gleich aussehen. Alter Greedy, mach dich mal nicht so fett, ja? Also hier war ich eindeutig noch nicht. Ich sehe ein Bett. Ich wollte gerade sagen, irgendwas blubbert hier. Ich hoffe, hier ist sonst niemand. Wir gucken erstmal hier, bevor wir schlafen gehen. Hallo? Okay, niemand hier. Ach, jetzt muss ich so ein kleines Ding noch knacken. Ja. Nun denn, liebe Freunde, nun denn. Lasst uns schlafen gehen. Ich hoffe, Schlafen heilt mich. Ich liebe diese Frisur. Okay, Schlafen heilt mich über Zeit. Schlafen wir doch mal 5 Stunden. Mehr können wir sowieso nicht schlafen. Tada! Allerdings müsste ich so langsam was trinken. Moment, ich kann doch Wasser. Ich kann doch sauberes Wasser bestimmt kochen, ne? Wieso war ich an der Laborstation? Getränke. Siehst du mal. 3 Dirty Wasser. Dirty Wasser. 3 Dirty Dancings. 3 Dirty Dancings geben mir ein sauberes Wasser. Cool. Das bedeutet, eigentlich kann ich irgendwelche Flaschen mit Wasser füllen und die dann quasi zu normalem Wasser machen. Wir sammeln leere Flaschen, Freunde. Wir werden jetzt zum Penner. Ja. So. Wir brauchen aber sehr, sehr viel Wasser. Das heißt, wir müssen alle Wasserflaschen mitnehmen, wie es geht. Radioaktiv verseucht. Ich darf auf jeden Fall kein schmutziges Wasser mehr trinken. Ich will gut hydriert sein. Ach, okay, jetzt bin ich's. Sehr schön. Essen muss ich auch noch. Gott, was man alles beachten muss. So. Jetzt muss ich eigentlich nur irgendwie in ein gemütliches, Bettchen steigen. Dann geht's uns gut. Leere Flaschen. Hast du leere Flaschen für mich? War ja klar. Weißt du, suche ich leere Flaschen, kriege ich eine volle. Und wenn ich die alle wegsaufe, dann kann ich nicht mehr schlafen und habe wieder eine Schlafkrankheit. Genial. Hatten die was Brauchbares dabei? Ja, ein bisschen was zu essen. Milchflasche? Jawohl. Ich hab mich noch nie über leere Sachen gefreut. Ab jetzt sind leere Flaschen das Ultimum, das Geilste überhaupt. Warst du schon immer tot? Ich hab so das Gefühl, dass du es nicht warst. Löwenstatuen? Gut, um Kindern Angst zu machen. Wieso seid ihr tot? Meine Freunde, wieso seid ihr tot? Wieso seid ihr so viele?
Buchrückgabemaschine. Ich glaube, ich habe keine Bücher. Was haben wir denn hier so Schönes? Zack. Ach, ich liebe einfache Dinger. Es sei denn, ich habe verdammt viel Pech. Ja, okay. Ach, komm. Oh, ihr seid scheiße. Ihr seid einfach scheiße. Ich hasse euch alle. Entwickler meine ich. Nicht euch. Kann ich ein Trinkglas auch füllen? Ich weiß es nicht. Aber Glas ist Glas, nicht wahr? Glas brauchen wir sowieso ganz viel zum Bauen. Jetzt habe ich die Planke mitgenommen. Zum Teufel bin ich hier gelandet. Bin ich in der Bücherei gelandet? Das ist der einzige Weg hier rein gewesen? Oh, verdammt creepy. Warum ist hier alles tot? Hab ich sie getötet? War ich etwa schon mal hier? Könnt ihr euch erinnern, ob ich hier schon mal war? Klasse. Ne Logo. Ne Logo, Freunde, war ich hier. Ah ja, ich erinnere mich. Gar nicht mal so lange her, ne Kollege? Kennen uns doch noch, hä? Ja, hab ich mir was gedacht. Aber die Gegner sind halt nicht respawned. Hat sich der Putzroboter den Tag freigenommen? Nee, das ist er doch. Ich schütze und diene. Das ist der Kollege, den wir aktiviert haben. Vielleicht ist er durch die Gegend gelaufen und hat die ganzen respawnten Gegner getötet. Wer weiß. Aber ich bräuchte einen Ausgang. Die Patronen nehme ich aber sehr gerne an mich. Das ist aber nett von euch. Seien wir vorsichtig. Ein Mensch würde Bücher wohl nicht so stapeln. Na gut, es gab also noch einen zusätzlichen Weg da rein. Und das bedeutet, in Gebäuden spawnen die Gegner nicht neu? Das ist interessant. Gut, dann haben wir noch mal ein bisschen Zeit verschwendet, bevor wir jetzt zum Revier morgen gehen. Ich sehe rein gar nichts. Und dann schauen wir mal, was da hinten abgeht. Was ist das für eine Finsternis heute? Krass. Haut rein, euer Serum und tschüss.